Weiter geht es drinnen. Ares ist nach einem Spaziergang endlich müde. Damit kann das weitere Training starten. Hier ist ein ganz besonders ruhiger Raum und Ruhe ist das Stichwort. Ich habe da vorne so eine Decke für dich bereitgelegt, beziehungsweise eher für Ares. Ja, und das benutzen wir als Ruhedecke. Ja, komm mal hier rüber. Ich möchte jetzt mit Ares die Ruhedecke aufbauen. Und zwar ein spezieller Ort, den Ares am Ende mit Entspannung verbinden soll. Und da geht es zunächst darum, dass er auf dieser Decke einfach nur liegt. Christian ist dabei sitzend, also auch in einer entspannten Haltung. Und dadurch soll er sich entspannen. Nun zu Ares eigentlichen Problem. Deine Aufgabe wird jetzt sein, Ares hier zur Ruhe zu bringen und diese Ruhe auch zu bestätigen und eben auf diesen Ort, auf diese Decke zu beziehen. Ja, und das heißt, das Training ist denkbar einfach. Du setzt dich gleich hier da auf die Bettkante, stellst dich auf die Leine, dass er da keinen großen Radius hat. Und zusätzlich habe ich hier noch ein bisschen Rinderkopfhaut besorgt. Kauen beruhigt. Ja, und genau das wollen wir hier auf dieser Decke erzielen. Deswegen ist der erste Kontakt gleich direkt mal hier ein bisschen was zum Kauen. Setz dich mal dahin. Im Idealfall sollte sich die Entspannung des Besitzers auf den Hund übertragen. Jetzt gucken wir mal, was er damit macht. So, und dann schauen wir mal, ob er sich dem annimmt. Ich setze mich mal hier hin. Wir atmen mal richtig tief durch. Und langsam entspannt sich auch der junge Weimaraner. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ne? Er beschäftigt sich damit, kaut, das Kauen beruhigt ihn. Wir bereiten das Alleinebleiben sozusagen erstmal ein paar Schritten vor, ne, damit wir hinterher eine gute Eintrittskarte haben, um dann eben ohne Stress zu trainieren. Diese Zerstörungswut zu Hause, dieses Bellen, das ist alles mit viel Aufregung und Stress verbunden und natürlich auch eventuell mit Verlustangst. Und mit dieser Übung sind wir dann fertig, wenn Ares diese Decke irgendwo sieht, dass er da hingeht, sich da hinlegt und sehr, sehr schnell entspannen kann. Und das später natürlich auch ohne Kauhilfe. Wir machen jetzt mal einen kleinen Versuch. Ich habe hier so eine kleine Kamera vorbereitet. Das heißt, wir haben die ganze Zeit hier die Kontrolle. Und wir bewegen uns jetzt einfach mal durch den Raum und vielleicht auch in den Nebenraum. Natürlich bei geöffneter Türe. Ja? Aber ich will einfach mal sehen, wie er reagiert. Ja. Ganz entspannt und wie selbstverständlich. Gar nicht anschauen, oder? Nee, genau. Gar nicht anschauen. Genau, er beobachtet dich, ne? Wird ein bisschen gestresst. Aber er bleibt zumindest schon mal da auf der Decke. Ich setze mich hier drüben schon mal aufs Sofa. Ich kann es ja hier beobachten. Du bewegst dich einfach nur mal ein bisschen durch den Raum. Das sieht aber gut aus. Denn auch wenn Ares kurz aufsteht, er bleibt auf seiner Ruhedecke. Okay, Christian, komm mal zu mir. Setz dich ruhig. Gern, schau mal. Das scheint ihn jetzt hier gerade mal nicht zu interessieren. Klar, der frisst noch die Rinderkopfhaut, aber ist in Ordnung. Aber er hat trotzdem mitbekommen, dass du weggegangen bist. Ja. Gut, ich würde es nicht übertreiben, deswegen gehen wir jetzt mal wieder rüber. Wir schauen ihn nicht direkt an, nur aus dem Augenwinkel beobachtest du dann, wie geht's ihm. Schwänzchen wedelt, der ist aufgeregt, macht er alles nicht, ne? Sondern als wenn wir gar nicht weg gewesen wären. Kaut er einfach ganz gemütlich weiter und verbindet das am Ende auch genau mit dieser Decke oder eben mit deiner Decke zu Hause im Büro. Die können wir also durchaus nehmen. Mit dem Kauartikel ist es tatsächlich möglich, dass Christian und ich den Raum kurz verlassen und Ares relativ entspannt auf seiner Decke bleibt. Und das ist für den ersten Trainingstag schon richtig gut. Die Aufgabe ist aber jetzt für Christian, das täglich zu Hause zu trainieren. Das wäre ein erstes Training. Das erfordert ein bisschen Fleiß, muss jeden Tag trainiert werden, damit wir dann nach und nach das Alleinebleiben steigern können. Aber fürs erste Training jetzt heute, dass wir schon den Raum verlassen konnten, fand ich schon gut, bin ich zufrieden. Wir heben ihn jetzt mal auf, nimmst einfach die Leine und wir verlassen den Raum und dann haben wir schon mal eine erste gute Verknüpfung zu dieser Decke. Okay. Super Training. Und damit hat Ares die ersten beiden Trainingshürden erfolgreich genommen. Die Ruhedecke ist erklärt und das muss Christian jetzt mit Ares auch zu Hause weiter trainieren. Und genau dort werden auch unsere nächsten Trainings stattfinden. Denn in der nächsten Folge bleibt Ares erstmals allein. Am Anfang geht es wirklich nur um Sekunden, um mehr nicht. Ja, also Türe zuziehen, ich gehe mal mit raus. Doch spielt Ares damit? Außerdem, im Internat geht's ab. Mokka bekommt Ausgleichssport verordnet.
So, Jasmin, heute habe ich mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar ein etwas anderes Training. Ob Mokka ihre Probleme so besser in den Griff bekommt? Außerdem Besuchertraining für Buddy. Wird sich der ungezogene Teenie-Koloss diesmal im Zaum halten können? Hallo! Hallo! Hey! Hey! Und hey! Und setz dich durch!